So, das war der letzte Karton, Flecki. Jetzt ist die Scheune endlich wieder aufgeräumt und es ist mehr Platz darin. Und auch mehr Platz für dich, kleiner roter Traktor. Hallo Jan, was machst du da? Ich habe die Scheune aufgeräumt. Und was ist das? Das ist mein Großvater. Er war ein fantastischer Reiter. Er hat sogar dreimal hintereinander den Plätscherbach-Goldpokal gewonnen. Dein Großvater war also ein richtiger Meister. Nicht wirklich. Das Plätscherbach-Rennen fand in der Ferienzeit statt und es wurde um die Felder herumgeritten. Großvater hat es geliebt. Ich muss einen Platz finden, um es aufzuhängen. Jan, da klebt was auf der Rückseite. Was ist das? Es ist so etwas wie eine Karte. Da scheint eine Stelle am Ende des Fünf-Eichen-Feldes markiert zu sein. Dort, wo früher mal die Pferdeställe waren. Wieso hat er diesen Ort auf einer Karte markiert? Da gibt es sicher einen Schatz. Also, Großvater besaß nicht allzu viel, außer seinen kleinen roten Traktor. Vielleicht sehe ich mir das in den nächsten Tagen mal an. Lass uns gleich nachsehen. Vielleicht ist dort ein Schatz. Gold oder sowas. Sei doch nicht albern. Da ist kein Schatz. Oder, Jan? Ich sag euch was, ich muss jetzt Stumpi Getreide zur Windmühle bringen, aber am Wochenende sehen wir uns das an. Oh, ich möchte gern jetzt hingehen. Wenn da was sein sollte, wurde es vor vielen Jahren von meinem Großvater vergraben und es ist bestimmt auch noch am Wochenende da. Oh, na gut. Komm mit, Emma. Bis bald, Jan. Wiedersehen, kleiner roter Traktor. Los geht's, lass uns Getreide ausliefern. Aber die Karte gehört Jan. Ich hab sie mir doch nur ausgeliehen. Ich gebe sie ihm schon zurück. Trotzdem hast du sie gestohlen. Nein, ich habe sie mir geliehen und ich will auch bestimmt nichts behalten. Ich will mich doch dort nur mal umsehen. Und was wir auch finden, geben wir Jan. Du weißt doch, wie es bei ihm ist. Er hat immer viel zu tun und wir werden nie dahin gehen. Du meinst, das wird ein richtiges Abenteuer? Na gut. Komm, los geht's. Eine Umdrehung und Oh, entschuldige, haben wir dich etwa erschreckt, Stumpi? Oh, hallo Jan. Ich versuche gerade Flitzer richtig einzustellen. Ich glaube, er läuft zu hochtourig. Stell dir vor, Stumpi, ich habe heute ein Bild von meinem Großvater gefunden, auf einem Pferd. Ich glaube, das hat er immer beim Plätscherbach-Rennen geritten. Oh ja, mein Vater hat da auch immer mitgemacht. Das waren noch Zeiten, Jan, das kann ich dir flüstern. Aber dein Großvater war immer der Beste von allen. Was ist bloß aus dem Pokal geworden? Großvater hatte ihn dreimal gewonnen und durfte ihn behalten. Das ist eine ganz besondere, lange Geschichte. Komm, ich setz Teewasser auf und werde sie dir mal erzählen. Da bin ich gespannt. Und jetzt drei Schritte in diese Richtung. Autsch! Das ist nicht lustig, Emma. Wenn die Karte recht hat, ist der Schatz genau... hier. Bist du sicher? So steht's in der Karte. Los, fangen wir an zu graben. Also weißt du, der Gösselhof hatte eine Menge Geld verloren. Und dein Großvater befürchtete, alles verkaufen zu müssen, um ihn behalten zu können. Ich weiß, Großvater hatte es schwer, aber warum hat er nicht den Pokal verkauft? Nun, er wollte, dass du einmal alles erbst. Und ich bin auch sicher, dass er wollte, dass du den Goldpokal bekommst. Also hat er den Pokal vorsichtshalber vergraben, damit ich ihn einmal bekommen würde? Danke, Stumpi. Lass uns das Getreide abladen, dann fahre ich zum Fünf-Eichen-Feld und sieh mal, was ich da finde. Was sagst du dazu, kleiner roter Traktor? Wir gehen auf Schatzsuche. Ich find's langweilig. Vielleicht hätte ich größere Schritte machen sollen. Jans Großvater hat bestimmt längere Beine gehabt als ich. Und sicher auch mehr in der Birne. Ich hab was gefunden. Was ist es denn? Hilf mir hier raus. Oh, da kommt der Junker. Hilf mir endlich raus! Sieh mal einer an. Sagt mal, was macht ihr denn da? Wir suchen nach einem Schatz. Nein, machen wir nicht. Tja, ihr wart ja ganz schön fleißig. Ich sollte wohl Max und Emma anrufen.
Die wollten doch unbedingt bei der Schatzsuche mit dabei sein. Hey, was ist los? Du hast recht. Die sind schon längst da. Und ich sehe dort den großen Blauen und auch Herrn Junker. Komm, los geht's. Ist mit dir alles in Ordnung da unten? Ja, danke. Darf ich mal? Das gehört Jan. Sieh an. Also, ich möchte feststellen, dass ihr auf meinem Grund und Boden gegraben habt. Und deshalb bin ich der Meinung, dass, was es auch ist, mir gehört. Wir haben den Goldpokal deines Großvaters gefunden. Du meinst wohl, ich habe ihn gefunden. Oh, das ist ja großartig. Er sieht ein bisschen mitgenommen aus. Tatsache ist, dass dieser Pokal oder was das ist, auf meinem Feld gefunden worden ist. Also? Aber er gehört trotzdem Jan. Ist doch so, oder? Tja, eigentlich gehört dieser Pokal meinem Großvater, aber er wollte bestimmt, dass ich ihn mal bekomme. Er hat ihn damals beim Plätscherbachrennen gewonnen. Ah ja, davon habe ich schon mal gehört. Glauben Sie, Sie könnten den Pokal zurückgewinnen, Jan? Jan gewinnt jedes Rennen mit links, Herr Junker. Aber von uns hat keiner ein Pferd. Der kleine rote Traktor könnte gegen den großen blauen antreten. Und der Gewinner darf den Goldpokal behalten. Einverstanden? Okay, abgemacht. Hier, Jan. Das ist meine Glücksbringermütze. Ich glaube, die kannst du gebrauchen. Also gut, einmal ums Feld rum, dann am Baum vorbei, durchs Gatter und wieder zurück. Fertig? Fertig. Jan? Fertig. Los! Na los, kleiner roter Traktor, das schaffst du. Du meine Güte, das war aber knapp. Ich habe völlig übersehen, wie tief dieser Ast hängt. Mach dir nichts draus, großer Blauer. Die werden wir mit Sicherheit kriegen. Du bist stärker und schneller. Los geht's. Ich kann nicht mehr sehen, wo wir hinfahren. So viel also zu Walters Glücksbringermütze. Toll, du hast genau rechtzeitig gehalten. Brauchen Sie vielleicht Hilfe, Jan? Wir liegen ganz schön weit zurück, aber wir werden jetzt unser Bestes geben. Oh, wir sind zu breit, um da durchzupassen, großer Blauer. Ich muss auch die andere Seite vom Gatter aufmachen. Das haben wir gleich. Sei vorsichtig, das schaffen wir nie. Also, ich glaub's einfach nicht. Wir lassen uns doch nicht von einem alten Blechhaufen schlagen. Nie. Nicht vergessen, das Gatter wieder zuzumachen. Jan und der kleine rote Traktor werden gewinnen. Das ist auch gerecht so. Sein Großvater wäre stolz auf die beiden. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Ich wusste, du schaffst es. Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, Jan. Aber Sie und der kleine rote Traktor haben wohl verdient gewonnen. Glückwunsch. Du bist vielleicht nicht der Größte, aber du bist der Beste.